Die sind wir jetzt auch los. Achtung! Dann bringen wir die mal, die Anführerin mal zu Fall. Wo immer ich auch hingeschossen habe. Jetzt ist die Anführerin tot. Jetzt sind es nur auf zwei, die schaffen wir aber locker. Vorgrim kann die eine mal niederwerfen. Obwohl das auch fast schon nicht mehr nötig ist. Also ich finde den Kampf gegen die Amazonen hier wesentlich entspannter als gegen die Wasserspeier. Oder die Gargoyles. Und nun ist nur noch eine übrig. Die dürften wir auch relativ... Wenn ich nicht nur null Schaden bei ihr machen würde mit meiner Armbrust. Und weg. Jetzt kann ich ja mal ganz nett die plündern. Magischer Säbel, einfacher Verband, wie nett. Ein Buch über die dunkle Göttin. Das wir am besten verbrennen sollten. Aber gut. Bei Rondra, ihr seid zurück. Und ich spüre, dass ihr meine Gebeine und meine Weihgegenstände bei euch tragt. Werdet ihr meine Seele nun erlösen? Das Schwert haben wir ja schon hergegeben und ja, das werden wir machen. Meine Gebeine, das Schwert und das Amulett. Okay. Der Rondra-Kamm ist eh nicht so besonders. Der gibt zwar Mut und Charisma, aber wir haben keinen einzigen, der den benutzen könnte, weil Vorgrim benutzt Äxte und ich glaube, Ardu benutzt Einhandschwerter. Hat man ja in der Zwischensequenz gut gesehen, wie gut er damit ist eigentlich. Aber der Rest, ums Amulett ist es eigentlich etwas schade, aber... Gern geschehen. Wir könnten uns jetzt hier ein bisschen einschleimen bei den Zwölfen, aber das haben wir nicht nötig. Wir haben es einfach gerne getan. Euer Lungen soll mein Weinschwert und das Amulett sein. Die Klinge trägt den Namen Leuenzunge. Führt es im Namen Rondras und es wird euch auf jedem noch so gefährlichen Weg bündeln. Oh, das ist jetzt... Amulett wird euer Herz im Angesicht des Feindes mit Mut erfüllen. Geht mit dem Segen der Göttin. Ja, das nennt man Karma. Das nennt man definitiv Karma. Sie hat uns das Amulett und das Schwert geschenkt. Und ich bin fast überladen. Na, bloß nicht zerstören, den Rondra-Kamm. Ja. Das ist ein Geschenk, das wir in Ehren halten. Vielleicht werden wir es doch mal... Mal gucken, vielleicht können wir Ardu ja mit zwei Handschwertern kämpfen. Also diesen Skill hier benutzen. Das wäre sehr vorteilhaft. Na. Das Amulett geht mal zu Vorgrim, dass er zwei Mut mehr bekommt. Vorgrim kann ja auch nicht mit zwei Handschwertern umgehen. Nein, kann er nicht. Ja. Das kannst du für uns mal identifizieren. Das ist der Säbel der Löwin. Warum auch immer diese Verräterin einen Rondra-Säbel, einen Heiligen, mit sich rumtrug. Was? Der geht auch mal zu Vorgrim. Sandstein hat Vorgrim jetzt einen Haufen, merke ich gerade. Ja. Ja, ein bisschen Inventar sortieren. Ja. Muss jetzt mal kurz sein. Die Münzen können zu mir. Die Bücher. Die Bücher.
Gehen wir mal zu Feiris. Die hat ja sowieso noch genug Zeug zum Verkaufen. Also bei mir nur solche Sachen wie da Amazonsäbel, Äpfel und Nüsse, so Tauschgegenstände und ja, ein paar wertvolle Sachen. So. Gut. Wunden versorgen. Was? Können wir auch schnell machen. Balsam Salabunde. Kurzes Quicksave. Und dann geht's weiter. Das mit der Rondra-Geweihten haben wir ja jetzt gelöst. Und noch ein paar andere Quests abgeschlossen, die noch blinken. So. Jetzt geht's endlich mal mit der Hauptquest weiter. Das war jetzt aber wirklich definitiv die letzte der schwarzen Amazonen. Ah, das habe ich echt nicht erwartet, dass sie uns am Ende doch noch verrät. Aber wir sind hier ein netter Geode. Wir geben jedem eine zweite Chance, weil uns hat man ja damals auch eine zweite Chance beschert. Der Fluss hätte uns damals auch verschlingen können. Wir wären tot gewesen. Aber zum Glück hat uns unser Meister ja gerettet. Und wir sind Geode geworden. Unsere zweite Chance. Deswegen hat jeder eine verdient. Aber wer seine zweite Chance nicht nutzt, hat eben Pech gehabt. So, zurück an den Dämonenstatuen vorbei. Und dann wieder zu den Wasserspeiern. Preios, kannst du mir das nicht ersparen? Und ja, ich mag die gegen die Wasserspeier kämpfen irgendwie absolut nicht. Sie sind zwar nicht jetzt so sonderlich schwierig, aber ich finde, sie sind ziemlich nervig und ich finde, die Karte ist viel zu groß. Aber gut. Gucken wir mal, wo es noch so weitergeht. Ich bin ja mal gespannt, weil die hier alle alle aufstehen. Die sehen nämlich auch alle so aus, als ob sie mich noch angreifen würden, wenn ich hier wieder raus will vor allem. Ich würde da doch viel lieber gegen Schwarzpelze oder Rotpelze kämpfen. Da weiß ich wenigstens, an was ich bin. Ja, hier nochmal einen Schnellspeicher machen. Hier ist soweit nichts mehr, also geht's hier wirklich durch weiter. Und da vorne sind schon wieder Wasserspeier. Juhu, tut mir das doch nicht an. Kommt, steht auf. Kommt. Boah. Wie mich die Falle jetzt erschreckt hat. Weil ich gerade ziemlich damit rechne, dass die Wasserspeier gleich runterkommen werden. Das ist manchmal auch doof, wenn auf einmal die Steuerung hängt und ich weiterlaufe, obwohl ich nicht mehr auf der Taste bin. Bis jetzt nur Fallen.
Ihr könnt ruhig runterkommen. Ihr macht mich da oben nämlich nervöser. Da geradeaus weiter geht's zur... Das ist die gebrochene Halle, Spinnennetz, Saal der Zusammenkunft, Hallen der Verwandlung, Becken der Belebung. Klingt alles überhaupt nicht toll. So, die müssten jetzt aber runterkommen, oder? Ja. Also die mit den leuchtenden Augen garantiert. Der da zum Beispiel und der da. Und was sage ich, der erste hüpft schon runter. Und da kommt auch schon der zweite. Kommen noch mehr runtergesprungen. Sieht bis jetzt nicht so aus. Der kriegt gleich von mir mal einen Kugelblitz. Bei Angriff Schwarm! Kugelblitze scheinen zum Glück ziemlich effektiv gegen sie zu sein. Aber Vorgrim trifft kaum. Obwohl, ich sag ja, man muss nur meckern. Dafür macht Koano kaum Schaden. Okay, erster Tod. Wow, diesmal hat der Kugelblitz aber nicht besonders viel Mana verbraucht. Deswegen werfe ich noch einen Fulminictus hinterher. So, ich habe aber nicht das Gefühl, dass das die... Du kommst mir komisch vor, du schwebst in der Luft. Ja. Kannst ruhig runterspringen, wenn du willst. Erstmal... Falle entschärfen. Ja, das macht sie von da aus. Was? Schon erledigt. Fusel und noch ein Siegel. Und irgendwie keiner, der runterspringen will. Ich hätte meine Klappe halten sollen. Hätte ich definitiv machen sollen. Ja. Bei Angriff Schwert. Ja. Folgt mir. Aua. Das hat Koano voll getroffen. Okay, ich glaube, ich kann jetzt öfter Kugelblitze machen. So viel Mana verbraucht, so viel Astralenergie verbrauchen die gar nicht mehr. Sprach er und hatte fast kein Mana mehr. Keine Astralenergie mehr. So, der erste ist schon mal tot. Jetzt habe ich definitiv schon mal nicht mehr genug für einen Kugelblitz. Aber der Fulminictus hat zum Glück auch genug Schaden gemacht. Okay, ganz ehrlich, nach dem Stufenaufstieg gehen die. Ja. Nebenbei Stufenaufstieg habe ich bei Vorgrim schon die Hiebwaffe erhöht. Nein, habe ich noch nicht. Bitte auf Angriff, so. Koano braucht noch ein bisschen. Aber gehen wir erstmal weiter hier. Ich habe nämlich so das Gefühl, dass hier noch was ist. Uns fehlen nämlich noch immer Teile für das Rezept.